Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge Reezy 3. Und ja, ich wieder, ne? Viel Achso. Spaß. Haben wir jetzt alles? Zweimal, dreimal Heilung? Das sollte lang für mich, hoffe ich. Extra für dich. So, ich habe eben schon mal auf die Karte geguckt. Rechts. Links. Rechts. Gut, das kann er sich merken. Ja, dann da rein. Yep. Da, genau da. Bin ich gleich erstmal wieder tot? Ja, noch nicht. Ah, doch, fast. Ach, Mietz. Ich bin hier so ein bisschen in Spiegeln. Nein. Alter. Oh. Hast du Probleme mit dem Rollbrett? Yep. Oh, ich hab doch R1 gedrückt. Na komm, töte mich mal eben. Oh, das war eh scheiße. Das war ja mal so richtig scheiße. Wie kommst du darauf? Es war jetzt so geraten. Okay. Hast du dir diesmal wenigstens den Weg gemerkt? Ja. Frage ist, haben wir hier noch was Schönes? Nö. Schlüssel? Nö. Ein Rekorder? Stimmt. Brauchen nur die Kassette. Auch keine wirkliche... eine Blendgranate, ne? Mache ich das denn gleich am besten? Blendgranate rein und dann ins Gesicht. In your face! Genau. Mietz, ich kann jetzt nicht kuscheln. Wie zu Tilo. Katze. Ja, komm her. Die hat sich am Fußboden festgekrallt. Ah. Fällt's auch jedes Mal drauf, ne? Ja, ich tue es gar nicht. Und jetzt mach ihn weg. Gut. Nachladen und heilen. So gut war das gar nicht. Nee, war trotzdem gut. Ah, komm durch. Na klar. Schönes Was denn? Er ist immun dagegen. Ach so. Einfach ein bisschen wegstoßen kannst. Ui! Ui! Was das für ein Move? Ja, der hat dich weggeschnetzelt. Hattest du hattest doch noch volle Leben, oder nicht? Eigentlich ja. Das war ein Headshot. Das war ja ein Killshot. Also ein Headklatsche. Bitte verzeiht mir mein Versagen. Du bist scheiße! Ich weiß auch nicht, was ich da jetzt noch machen soll. Einfach mal reinrennen komplett, aber dann gehen sie ja gleich beide auf mich los. Na, doch. Stimmt. Angst. Potter. Du musst gleich wieder. Kann doch nicht dein Ernst sein, Kollege. Geh doch mal raus da aus der Ja, versuche ich ja gerade. Du musst einfach zur Tür gucken und gehen. Ja, super.
Vielleicht solltest du mal nachladen. Ah. Boah, ernsthaft jetzt? Komm da raus, du Bastard, ey. Der kommt erst, wenn du direkt vor der Tür stehst. Ja. Ja. Ja, da schnaufst du, wa? Das Ganze ist nur Stunden, Alter. Oh, ich stelle mich echt zu blöd. Ups. Oh, was jetzt? Glitch. Ja! Nummer das war Uno. Der beste Streich. So, jetzt schmeißt du da schön eine Blendgranate rein. Und gehst rein und machst ihn weg. Aber geh nicht zu dicht dran. Knarre. Oh, nicht schlecht. Boah. Ja, weiter. Ausweichen. Oh, das ist gut. Hm? Boah, ich sag ja, die sind immun dagegen hier. Ausweichen. Das war's. Super. Mann. War jetzt mal so richtig schlecht. Und. Aber weißt du was? Ja. Geh zurück und speicher, ohne Scheiß. Das schaffe ich nie wieder. Das schaffe ich nie wieder. Oh, herrlich. Tut mir leid, Zockerfreunde, aber. Ich mache jetzt nochmal eine dritte Datei. Warum? Falls wir doch nochmal davor anfangen müssen. Oh, scheiße. So, nö. Immer noch nicht. Ist immer noch dasselbe wie vor 2 Minuten. Ja. Kannst ja gleich nochmal gucken. Ja, warte. Vielleicht ist er spontan. Vielleicht ist er spontan Munition nachgewachsen. Ah. Du hast aber. Ja, du hast. Das ist eine haarige Angelegenheit hier. Mhm. Irgendwo habe ich doch schon. Genau. Ach, guck mal. Sturmgewehr-Munition. Ja, ich glaube, der dürfte nichts mehr machen. Ist das nicht der Professor? Professor Doktor? Ist er das? Weiß ich nicht. Es geht hier auf jeden Fall nicht weiter. Guck doch mal da auf den Tisch. Ja, ja. Da. Bestimmt die Kassette. Richtig. Ich bin so gut. Okay, hätte ich gar nicht speichern müssen, weil ich muss jetzt eh zurück. Richtig. Ich muss das Kassettenrekordergerät holen. Und muss zu dieser einen Tür. Weißt du noch, wo die ist? Nö. Unten. Ah, und. Hab ich mich verjagt! Alter! Spring doch aus dem Fenster! Oh. Bin ich da? Auch nicht da. Lass mich in Ruhe. Ich mach das so, wie ich das will. Ja, aber du rennst ja in die Sackgasse. Macht nichts. Ich glaube, der würde ich auch nicht so weit zurückverfolgen. Nee, er wird auf dem Flur bleiben. Ja. Da ist er. Ach. Ja, spring aus dem Fenster. Ich will ihn doch wegmachen. Das schaffst du nicht. Der macht dich weg.
Gut hast du das gemacht. Wunder, dass das Viech nicht hinterherkommt. Hätte ich jetzt eigentlich mit gerechnet. Oh, ich stelle mich schon wieder an wie der erste Mensch, Alter. Yep. Einfaches Schloss. Mal gucken, wo ist denn der Blödsinn? Weiß ich nicht mehr. Warum weißt du das nicht? Weil das schon zu viele Spielstunden her ist. Okay. Aber du brauchst sowieso das Diktiergerät. Ja. Also ich muss jetzt irgendwie nochmal rum oder hoch? Guck mal da rechts. Guck mal da lang. Oh. Kommen ja mal mehr. Ich wollte gerade sagen. Vorher war da nur einer drin. Ach, jetzt kommen die da auch raus. Genau. Nachladen? Letztes Magazin. Ja, bring mich noch unter Druck. Oh, schönes Ding. Ja. Nachladen. Nur noch 23 Schuss. Einer von denen lebt noch, genau. Der ist weg. Der lebt noch. Ausweichen. Oh, schönes Ding. Oh Gott. So, jetzt kannst du in dem Raum, wo die Zombies waren. Warte. Ich warte. Ja? In dem Raum, wo die Zombies waren, die Kiste kaputt machen. Ja. Und da kannst du auch noch sogar links durch die Tür. Schönes Kraut. Da kommst du irgendwie dran. Da, durch die Tür kannst du. Ja. Aber wo komme ich da hin? OP-Saal. Weiß ich nicht, da waren wir noch nicht. OP-Saal muss ich doch gar nicht. Mach doch einfach. Du bist ja schon da, dann musst du mich ja nicht wieder zurückrennen. Tschüss, Katze. Weiß nicht, ob ich unbedingt in den OP-Saal möchte. Wieso? Weiß nicht. Einfach so. Hier ist nix. Das grüne Kraut. Und als Schmer. Die kann ich natürlich sehr gut gebrauchen. Verstehe ich nicht. Betreff verlorene Gegenstände. Gegenstände. Natürlich Gegenstände. An alle Mitarbeiter. Patienten berichten uns zunehmend von verloren gegangenen Gegenständen. Wenn Sie etwas finden, von dem Sie sich nicht sicher sind, wem es gehört, nehmen Sie es nicht mit nach Hause. Bitte legen Sie es in den Safe in der Schwesternstation. Die Kombination des Safes ist 9 Uhrzeigersinn, 3 gegen den Uhrzeigersinn. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Ah. Wo waren die Schwesternstationen? Oben. Da, wo ja, das war so ist. Klar, dass oh. ich da wieder hoch muss. Ganz viele Granaten. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man so viele Granaten findet. Doch. Ich kann so diese komischen Insekten, Kakerlaken, Viecher wegmachen. Ja, na gut, das ist wahr. So, wenn ich jetzt geradeaus Labor empfange, komme ich jetzt hier vielleicht durch, um einmal dahin. Geht das? Du kannst auch nach oben in den Safe Room. Das geht schneller. Meinst du? Ja. Rechts rum, genau. Dann wieder rechts. Kannst du sonst schon mal die Waffe wechseln, damit du nicht mit dem Messer die ganze Zeit rumrennst. Und die Pistole kannst du auch nachladen. Nee, du musst
Ja, und dann unten Schnellzugriff. Und dann links. Ja, genau. Gut. Die Pistole musst du auch noch nachladen. Aber nur, wenn du willst. Besser ist das, ne? Ich höre ihn doch schon. Nein, dreckige Sau. Du hörst wieder nur Scheiße. Was ist denn der Raum? Ach, ich bin noch unten, ne? Du bist noch unten. Und der Raum ist links von dir. Oh ne, geradeaus zu. Und dann links. Aber du musst erstmal links. Aufs links, Dach. Darum, alles klar. Kriegst du das hin, ohne in die Hosen zu scheißen? Weiß ich noch nicht. Oh, Entschuldigung. Schreck mich doch nicht so. Erschrocken wegen dem verfickten Nieser. Arschloch. Oh, herrlich. Oh. So, Lass mal sammeln. Ach, guck mal, du kannst auch die Karte wegschmeißen. Okay. Hätte jetzt gedacht, kann. Nö. Erst wenn ich unten bin, wahrscheinlich. Das stimmt. Du kannst die Karte wegschmeißen. Boah. Supi. War das zweimal oder dreimal grünes Kraut? Das ist zweimal. Das reicht. Achso, ja, dann. Ja. Also so machen. Ja noch, einmal grün und. Na, okay. Jetzt ja, das habe ich zweimal. Mhm. Munition, das Ding. Wäre ich jetzt wieder nach unten, oder? Nee, du wolltest doch noch im Schwesternzimmer den Safe öffnen. Bist du dir da sicher, dass ich das möchte? Ja. Ich möchte gern wissen, was da drin ist. Ich nicht. Interessiert mich eigentlich gar nicht. Was war das? 9 im Uhrzeigersinn und 3 gegen? Ja, glaub schon. Na toll. Muss ich jetzt gleich nochmal gucken. Wenn du es bis zum Safe geschafft hast. Ja. Geradeaus. Oh nee, du musst sogar einmal rechts und links und dann geradeaus. Aber da kam ich doch nicht durch. Doch. Ah ne, doch da, Schwester. Ach, das ist derselbe Weg wie eben, ne? Fast. Fast. Das ist doch das Vieh. Wie war das jetzt? Rechts, links. Geradeaus durch. Rechts. Links. Pass auf das Vieh auf, was gleich rechts kommt. Tschüssi. Wahrscheinlich gleich noch mit rein. Links. Ja, warte, ich bin ein Viech, Mann. Und da ist der Safe. Also. 9. 3. Oh. Oh, 2 Magazine. Doppelmagazin. Guck mal. Ich wollte da nicht rein, ne? Echt mal. Du Hornochse. Aber ich frage mich, wer im Krankenhaus verliert ein Doppelmagazin? Keine Ahnung. Und vor allem, wer packt es dann noch in Safe? Ja. Oh, jetzt hast du 64 Schuss. Okay. Jetzt muss ich da aber wieder raus. Richtig, und runter. Ich auch gerade tierisch die Nase. Du kannst ja sonst noch mal gucken, wenn du wieder hoch und rechts läufst, ob du da irgendwo durchs Fenster springen kannst. Das hier? Ja, ja, und dann. Nein, nach rechts, rechts, das andere rechts. Und dann da runter. Ob du da in diesem Flur dann aus dem Fenster springen kannst. In den Innenhof. Nee, das war ziemlich gleich. Also. Was rede ich da eigentlich für einen Blödsinn? Weiß ich auch nicht. So, wo ist deine kleine. Da und da hinten? Nein! Geradeaus und dann rechts. Genau, rechts.
nutze dazu, dass ich immer wieder rechts abbiege. Gleich. Oh. Was machst du denn da? Ja, wenn da jetzt nichts wäre zum Runterspringen, du Ochse, dann wäre ich in der Falle gewesen. Dann hättest du ihn auch wegmachen können. Ja, ja. Gerade ich. Da ist auch nichts zum Runterspringen. Gut. Komme ich da jetzt wieder runter? Achso, ja. Die Treppe. Da. Geradeaus. Rechts. Ups, da. Rechts, die Treppe runter. Ja, ja, jetzt habe ich das. Ja, hast du? Ja, ich hoffe. So, ja, dann musst du halt gucken. Eigentlich musst du jetzt links wieder rein. Genau, dann rechts. Durch die Tür. Nichts, wenn es schnell geht. Halt den Sabbel. So. Weißt du, was mich hier gleich anfällt? Links ist die Tür. Hinter dir ist die Tür. Hast du das schon gelesen? Nö. Pflegetagebuch, 25. September. Jeden Tag bringen sie weitere von diesen Patienten mit der rätselhaften Krankheit. Die Beruhigungsmittel stoppen ihr Delirium nicht, deshalb müssen wir sie in Zwangsjacken stecken und sie in den Isolationsflügel transferieren. Das Problem ist aber, dass der Isolationsflügel bereits aus den Nähten platzt. Der Direktor hat uns befohlen, jeden mit Symptomen kostenfrei aufzunehmen. Aber was erwartet er von uns? Sollen wir ihnen gute Besserung wünschen? Wir haben keine Heilungsmethode. Und das ist noch nicht alles, was mir Sorgen macht. Wenn diese Patienten sterben, werden sie nicht vom normalen Bestattungsdienst mitgenommen. Man hat uns gesagt, es sei eine Sonderabwicklung, um zu verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich denen das abkaufe. Miranda hat gesehen, wie einige Typen nachts eine Leiche durch die verbotene Tür geschoben haben. Warum? Wohin? Was geht hier vor sich? Die verbotene Tür. Ist auch toll, dass es im Krankenhaus eine verbotene Tür gibt. Mhm. Naja... Umbrella, ne? Umbrella. Ich wollte doch nur wissen, warum die Dokumente überhaupt in ihrem Büro waren. Okay. Was glaubst du, mit wem du redest? Ich bin Nathaniel Bard, verdammt. Der beste Biologe, den du je treffen wirst, du... Blöde Fotze, wollte er bestimmt sagen. Irgendwie sowas. So, wir sind drin. Ja. Oh, da war was. Oder war das nur die Brille? Geh nochmal zurück. Brille? Ja, das war nur die Brille. Alles gut. Mach ich glaube, er ist auch schon tot. Ah, Sturmgewehr. Ah, Sturmgewehr. Pistole. Wer bist du? So, da er noch nichts gesagt hat, dass wir drinne sind, denke ich mal, dass er uns gleich anfallen wird. Meinst du? Bart. Oder auch nicht. Tyrell. Bart ist tot. Wurde erschossen. Oh nein. Scheiße, und der Impfstoff? Ich suche. Dann such besser. Da muss doch ein PC sein, oder? Kann ich nicht. Oh Gott. Einladung zum Bankett. Ein blutiges Bankett. Sehr geehrter Dr. Bart. Es ist mir eine Ehre, Sie herzlich zu einem Bankett am 10. September in Central Hotel einzuladen, bei dem wir unsere Ansichten zur neuen medizinischen Sonderwirtschaftszone in Klammern MSWZ von Raccoon City austauschen können. Teilnehmer sind Bürgermeister Michael Warren, Polizeichef Brian Irons und andere berühmte Mitglieder unserer Gemeinschaft. Donnerstag, 10. September 1998, 18 Uhr, Orient Restaurant, Central Hotel, 1. Stock. Wir wären geehrt, wenn Sie teilnehmen könnten. Mit freundlichen Grüßen, Greg Tester, Senator. Handschriftliche Notiz. Nate, ich werde das Gesetz für deine neue Arznei Mitte August vorlegen. Bring das Geld. Wir haben für die übliche Afterparty eine Suite gebucht. Die steht auf... Was? Die stehst auf... Brünetten, oder? Die steht auf Brünette.
Nee, da steht, die stehst auf Brünetten. Das soll bestimmt du heißen. Bestimmt. Ich hasse es. Irons. Ich lasse es Irons wissen. Okay. Kleine schlechte Übersetzung. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, hier passiert gleich noch was. Meinst du? Grünes Kraut. Da ist noch mehr. Das war's. Da, sehr verdächtiger PC. Mhm. E-Mail von Nathaniel Bard. An Greg Tester. Betreff, bitte umgehend Antwort. Greg, ich weiß, du schaust dir die Nachrichten an. Dieses Virus wird unser ganzes Land verschlingen. Die Toten werden wie eine Flutwelle über Capitol Hill waschen. Du bist nicht sicher. Allerdings warst du mir immer ein guter Freund, also möchte ich dir einen Ausweg anbieten. Ich habe hier meinen Besitz, eine Dosis des Impfstoffes gegen das Virus, der Heilige Gral. Und sie ist nicht für meine Familie, nicht für irgendwelche Liebhaberinnen von mir. Nein, Greg, sie ist für dich. Ich weiß besser als jeder sonst, dass du die Zukunft der USA bist. Aber wenn du den Impfstoff haben willst, Greg, musst du mich verdammt nochmal hier rausholen. Sofort! Und ohne dass Umbrella Wind davon bekommt. Frag für mich beim Pentagon nach. Ich weiß, du hast die Verbindung. Schau, ob jemand ein Rettungsteam ohne Beteiligung des UBCS auftreiben kann. Ich halte den Rücken frei und du mir meinen. Das ist doch gar nichts im Vergleich zu den Partys, auf denen wir zusammen waren. Beeil dich. Mir läuft die Zeit davon. Nate. Hier ist VRC-Chef Nathaniel Bard. 29. September, 23 Uhr. Mir ist sehr bewusst, dass mir die Zeit davon rennt. Ich hoffe und bete, indem ich dies hier aufnehme und die Wahrheit ans Licht bringe, dass ich ein kleines Stück meiner Ehre retten kann. All das Unheil von Raccoon City begann mit der Verbreitung einer biologischen Waffe, dem T-Virus. Mein Arbeitgeber, die Umbrella Corporation, entwickelte dieses Virus. Und sie befahlen meinem Team, einen Impfstoff zu entwickeln, was wir taten. Ich bewahre Proben dieses Impfstoffs hier in meinem Büro auf. Der Rest wird unterirdisch gelagert. Aber diese Mistkerle im Vorstand wollen es alles zerstören. Sie wollen nicht, dass die Welt davon erfährt. Also versuchen sie, alle Beweise für die Existenz des Virus zu vernichten. Ich bin kein Narr. Ich weiß, dass sie nicht wollen, dass... Jill wusste von all dem und vertraute mir trotzdem. Das war das Passwort. Shit! Das war das Passwort, ja. Liebe Leute, die Folge ist vorbei. Oh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wissen jetzt, was hier los ist. Ich muss aber irgendwie sagen, wenn ihn jetzt wirklich jemand erschossen hat, warum hat er nicht dieses Video gelöscht? Versteht das einer? Egal. Ja, irgendwie muss ja die Story vorangebracht werden. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge, dann ist Tilo wieder dran und bis denn. Tschüss.